Verehrte Gäste, ganz herzlich willkommen. Ich heiße Rainer Essler, bin Geschäftsführer der Zeit und freue mich heute sehr, Sie zu einem ganz besonderen Zeitforum willkommen zu heißen. Wir feiern heute die Wiederauferstehung des Zeitmagazins. Es gab viele gute Gründe, das Magazin wieder einzuführen. Der wichtigste Grund sind aber Sie. Wir wollten nicht mehr, dass Sie uns immer wieder schimpfen für den Phantomschmerz, den Sie auch 8 Jahre nach der Einstellung immer noch spüren. Wenn Sie das Magazin aber in Händen halten, dann werden Sie merken, diese 8 Jahre hat es eigentlich gar nicht gegeben. Sie werden alte Bekannte sehen, Wolfram Siebeck natürlich, Harald Martenstein, Günter Wallraff ist für uns wieder auf die Pirsch gegangen und Sie werden eine neue Kolumne entdecken auf eine Zigarette mit Helmut Schmidt. Als ein Zeitleser Helmut Schmidt einmal fragte, weshalb ist es eigentlich so schwierig, mit dem Rauchen aufzuhören, sagte er, wieso sollte ich mit dem Rauchen aufhören? Das habe ich nie ernsthaft in Erwägung gezogen. Als wir ihm sagten, dass seine Kolumne in der Leserforschung die beliebteste in dem neuen Magazin ist, sagte er, ach was, das liegt an meinen schönen weißen Haaren. Dieses eine Mal wissen wir es besser als er. Es liegt natürlich daran, dass die Zeitleser Helmut Schmidt bewundern und verehren. Wir kennen ihn als den Bundeskanzler, der Weltwirtschaftskrisen, Ölschocks, die Gefahr mit den Terroristen bewältigte. Wir verehren ihn als den Bundeskanzler, der im entscheidenden, in den großen entscheidenden Augenblicken nicht populären Reflexen folgte, sondern durch Tatkraft, durch Urteilskraft, durch großen Mut überzeugte. Dafür kürte ihn die Financial Times zum Mann des Jahres und der Economist bezeichnete ihn als einzigen Regierungschef im Westen mit klarem Verstand. Heute bewundern wir ihn, wenn er immer wieder die großen Fragen in der Gesellschaft, in der Politik, in der Wirtschaft, in vielen preisgekrönten Büchern und in zahllosen Zeitartikeln klar analysiert und uns sagt, wo es lang geht, ohne Wenn und Aber. Das Gespräch mit Helmut Schmidt wird gleich Giovanni Di Lorenzo führen. Giovanni Di Lorenzo ist Chefredakteur der Zeit, er ist in Rom, Rimini, in Hannover groß geworden und er vereint das Beste dieser beiden Welten. Den großen Charme und die Liebenswürdigkeit des Italieners zusammen mit dem Scharfsinn, dem Fleiß und der Disziplin des Preußen. Bevor er zur Zeit kam, war er 5 Jahre Chefredakteur des Tagesspiegel. Und dort machte er aus einem liebevollen, verschnarchten Blatt für Zahnarztwitwen aus Berlin-Dahlem die führende Zeitung Berlins. Heute ist er preisgekrönt mit allen Journalistenpreisen. Bei der Zeit hat er die Reformen vorangetrieben. Er ist Mastermind und Motor des neuen Zeitmagazins. Begrüßen wir jetzt den Ehrenbürger Hamburgs Helmut Schmidt und den preußischen Italiener Giovanni Di Lorenzo. Der schönste Saal in ganz Hamburg. So, vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie auch ganz herzlich im Namen der Zeitredaktion. Rainer Esser muss Ungeheuerliches erzählt haben. Wir haben nichts verstanden, aber wir hörten Sie lachen, haben schon die kühnsten Ahnungen, was das gewesen sein könnte. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind, aber erlauben Sie mir etwas zu sagen, was man eigentlich nicht tut, wenn man selbst eine Veranstaltung organisiert. Ich danke ganz besonders Helmut Schmidt, dass er hier ist, denn es ist nicht selbstverständlich, dass ein Mann im 89. Lebensjahr uns Jüngeren so hilft,
wie er es tut, jetzt auch wieder bei der Einführung des Zeitmagazins. Herzlichen Dank, Helmut Schmidt. Vielleicht hat Rainer Esser es angekündigt, in jeder Ausgabe des Zeitmagazins gehört die letzte Seite Helmut Schmidt. Dort wird es ein Kurzinterview mit ihm geben, denn er ist wirklich in der Lage, auch sehr komplizierte Zusammenhänge auf das Maß einer Zigarettenlänge zu verkürzen und nahezu immer druckreif zu sprechen, was auch für mich als derjenige, der diese Interviews führen darf, einem kleinen Wunder gleichkommt. Rainer Esser hat mir gesagt, er wollte Ihnen auch erzählen, wie das sich mit Helmut Schmidt und dem Rauchen verhält. Ich möchte hier ausnahmsweise mal was Grundsätzliches sagen zum Thema Helmut Schmidt und dem Rauchen. Wir haben eine kleine Anzahl von Lesern, die allerdings sehr meinungsstark ist, die sich vehement dagegen wenden, dass die Zeit es sich herausnimmt, einen rauchenden Ex-Bundeskanzler zu zeigen. Ich möchte dazu Folgendes sagen. Helmut Schmidt ist ein Konzentrat an Tugenden. Und dass er eine kleine menschliche Schwäche hat, macht ihn umso sympathischer. Und als bekennender Nichtraucher füge ich auch hinzu, der militante Ton, der in einigen Leserbriefen wahrzunehmen ist, der hat auch etwas Unheimliches, ganz Besonderes für die Leser einer Zeitung, die stolz sind auf ihre liberale Tradition. Und damit wären wir auch gleich beim ersten Thema, das muss ich Ihnen leider antun, lieber Helmut Schmidt. Morgen soll im Bundestag das neue Nichtraucherschutzgesetz verabschiedet werden. Ab dem 1. September würde dann ein Rauchverbot in allen öffentlichen Gebäuden und Verkehrsmitteln gelten. Außerdem bahnt sich ja, Sie wissen das, in den meisten Bundesländern ein Rauchverbot in den Gaststätten an. Wenn Sie noch Kanzler wären, würden Sie solche Verbote jemals durchgehen lassen? Wenn ich unser Grundgesetz richtig im Kopf habe, dann gibt es in der Tat eine Möglichkeit, dass der Kanzler ein Gesetz zu Fall bringt. Aber das darf er nur dann, wenn dieses Gesetz grundgesetzwidrig ist. Das Rauchverbot ist nicht grundgesetzwidrig. Ob es vernünftig ist, ist eine ganz andere Frage. Warum hat denn Ihre Generation so viel mehr geraucht als nachfolgende? Also meine Frau raucht noch ein bisschen länger als ich. Ich rauche seit etwas über 70 Jahren. Und wahrscheinlich hängt das zusammen mit der großen Scheiße des Zweiten Krieges. Während des Zweiten Weltkrieges war man ja froh, wenn man irgendwo ein paar Zigaretten ergattern konnte. Und das hat einem auch bisweilen ja geholfen. Und später, als es einem wieder besser ging, da hat man halt das Rauchen nicht aufgegeben. Wahrscheinlich haben Sie recht, dass die Leute damals mehr geraucht haben als heute. Hätten Sie heute Angst vor dem Aufhören? Angst habe ich nicht, nein. Aber ich würde nicht aufhören. Okay. Gut, wir kommen zur ersten virtuellen Zigarettenlänge. Endlich ist der Aufschwung da, aber wann immer wir in der Redaktion, in den Konferenzen darüber sprechen, auch mit Ihnen, gucken Sie immer sehr skeptisch drein. Täuschen wir uns über die guten Zahlen, die im Moment allenthalben verbreitet werden? Nein, die Zahlen sind in Ordnung. Aber gleichwohl neigen viele Deutsche gegenwärtig zu einem Irrtum. Und in diesem Irrtum werden sie durch vielerlei Fernseh- und Zeitungsjournalisten bestätigt und verführt zu dem Irrtum. Der Irrtum ist, als ob es sich um einen nur auf Deutschland oder durch die deutsche Regierung der Großen Koalition herbeigeführten Aufschwung handeln würde. Das ist nicht der Fall. Sondern wir haben es gegenwärtig und seit anderthalb Jahren
zu tun mit einem weltweiten Aufschwung, der erfasst Ostafrika, er erfasst Teile Schwarzafrikas, er erfasst beinahe ganz Asien, er erfasst Lateinamerika, Nordamerika, Kanada und USA und auch ganz Europa. Wir haben eine Weltkonjunktur von einem Ausmaß, wie es sie niemals vorher im 20. Jahrhundert und im 19. gegeben hat. Der gegenwärtige Wohlstand der Menschen auf der ganzen Erde. Man kann immer nur vom Durchschnitt reden. Einigen geht es schlecht, das gibt es immer, und einigen geht es besonders gut. Aber im Durchschnitt haben wir es gegenwärtig zu tun mit einem Höchststand des Wohlstands auf der Welt. Deutschland ist ein Teil davon. Dies ist kein deutscher Aufschwung, das ist ein weltweiter Aufschwung. Und nun weiß man aus der Geschichte, dass alle Aufschwünge auch wieder zu Ende gehen. Und auch der gegenwärtige konjunkturelle Aufschwung wird natürlich eines Tages, früher oder später, wieder zu Ende gehen. Welche ist denn die größte Gefahr für den weltweiten Aufschwung? Theoretisch sind mehrere Gefahren denkbar. Zum Beispiel, wenn irgendjemand wieder einen kleinen Irakkrieg anfängt, kann das politische Folgen haben, die durchschlagen auf die Weltwirtschaft. Wenn jemand wieder eine Ölpreis- oder Erdgaspreisexplosion künstlich herbeiführt, kann das durchschlagen auf die Weltwirtschaft. Wenn ein paar großartige Fondsmanager und Investmentbanker allzu großen Blödsinn machen und sie kriegen einen Zusammenbruch auf den Weltfinanzmärkten, genauer gesagt auf den Aktienmärkten, dann kann das auch auslösen, dass der gegenwärtige Boom zu Ende geht. Aber wie gesagt, jeder Boom geht auch zu Ende. Das zeigt die Wirtschaftsgeschichte der letzten 250 Jahre. Als ich jung war, habe ich Sie mal erlebt auf einer Wahlkampfveranstaltung in Hannover. Damals machten Sie sich lustig über die Deutschen, die immer schwarz sehen müssen, auch wenn es ihnen gut geht. Hat sich diese Eigenschaft eigentlich verändert, der Deutschen? Es ist etwas besser geworden, aber es ist immer noch nicht gut. Die Deutschen lassen sich immer noch gerne zur Angst verführen und zur Schwarzmalerei. Und daran sind mitschuldig die Journalisten, so wie natürlich, Sie. Natürlich, natürlich. Ja. Man muss immer aufpassen, dass die Journalisten auch ihr Fett abkriegen. Ja, neulich haben wir ihn sehr gelobt wegen eines Artikels, weil er so faktenreich war, den Helmut Schmidt für die Zeit geschrieben hat. Und daraufhin hat er gesagt, ich bin ja auch kein Journalist. Mit anderen Worten, ich musste Fakten reinnehmen. Glauben Sie, dass nationale Regierungen die wirtschaftliche Entwicklung in einem Land überhaupt noch maßgeblich beeinflussen können? Die europäischen Regierungen können die Konjunktur ihrer eigenen Länder nicht mehr steuern. Schon seit 20 Jahren nicht mehr. Die amerikanische Regierung konnte das eine ziemliche Zeit lang noch. Die chinesische kann es nur noch bis gestern. Inzwischen sind alle Volkswirtschaften so verflochten mit der Weltwirtschaft. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Die deutsche Volkswirtschaft ist ja eine relativ kleine, 80 Millionen Menschen, ist zu 40% des Sozialprodukts abhängig vom Export. Wenn durch irgendeine politische Ereignisse oder mehrere Ereignisse, wenn der Export auf die Hälfte runterginge, haben wir sofort 5 Millionen mehr Arbeitslose, 5% mehr Arbeitslose. Das gilt heutzutage auch schon für China. Auch die Chinesen sind angewiesen darauf, dass ihr Export funktioniert. Übrigens, wir exportieren nicht nur 40% unseres Sozialprodukts. Das heißt, wir hängen davon ab, dass unsere Waren im Ausland gekauft werden. Sondern wir selber kaufen auch aus dem Ausland beinahe abermals 40%, nicht ganz. Das heißt, wir sind ganz stark von der Weltwirtschaft abhängig. Wir sind stärker abhängig als England, als Frankreich, als Amerika. Wir sind dreimal so abhängig wie Amerika. Dreimal so abhängig wie Japan.
und können infolgedessen wirklich mit nationalen Mitteln die eigene Wirtschaft im Auf und Ab in der Konjunktur nicht mehr steuern. Was wir steuern können, das ist die Struktur der Wirtschaft, die Struktur des Arbeitsmarkts, die Geldpolitik können wir auch nicht mehr steuern. Das haben wir inzwischen an die Europäische Zentralbank abgegeben. Also es gibt eine Reihe von Gründen dafür, dass die nationale Steuerungsfähigkeit der Konjunktur nicht mehr gegeben ist. Nächste Zigarette. Sie haben mehrmals öffentlich festgestellt, Sie tun das auch in Konferenzen, dass die Nachkriegsgenerationen nicht mehr durch die Scheiße gegangen seien. Eins Ihrer Lieblingswörter. Und zugleich stellen Sie ziemlich oft fest, dass der oder die nicht richtig erwachsen sei. Glauben Sie, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen nicht durch die Scheiße gegangen sein und nicht richtig erwachsen zu sein? Es gibt in jeder Generation immer wieder hier oder da die Erscheinung des Jugendwahns. Dass junge Leute meinen, sie im reifen Alter von 23 Jahren wüssten, wie nun wirklich die Welt eingerichtet sein müsste. Dagegen gibt es gewisse Erfahrungen, die sprechen gar nicht dafür. Zum Beispiel steht im Grundgesetz, dass jemand, der Bundespräsident werden will, der muss mindestens 40 Jahre alt sein. Bundestagsabgeordneter kann man mit 23 werden oder mit 19. Ist aber nicht die Regel, Gott sei Dank. Also das eine ist immer wieder erneut auftretender Wahn, Jugend sei eine Garantie dafür, dass Leistung zustande kommt. Ein anderer Aspekt ist die Sache mit dem Kriege. Jemand, der als amerikanischer Politiker im Vietnamkrieg als Soldat gekämpft hat, oder als deutscher Politiker, der im Zweiten Weltkrieg als Soldat draußen an der Front gewesen ist, sei es in Russland, sei es in Italien, auf Kreta, in Norwegen, irgendwo. Oder jemand, der unter Adolf Nazi in Fuhlsbüttel oder anderswo im Konzentrationslager oder in Neuengamme oder gar in Auschwitz oder Treblinka gewesen ist, der hat natürlich ein schweres Schicksal hinter sich gehabt, schon als er anfing, erstmalig für den Gemeinderat in Oer-Erschenschwick oder in Dortmund oder in Hamburg für die Bürgerschaft zu kandidieren. Da hatte er schon ein Schicksal hinter sich. Das ist heute ganz anders. Damals, in den Jahren unmittelbar nach dem Kriege, sagen wir 1945 oder 49 oder 50, oder noch in die 50er Jahre hinein, bis 1960. Da gingen Leute in die Politik, in der Vorstellung, sie könnten mit ihrer Kraft und mit ihrem Verstand dazu beitragen, dass die Sache in Deutschland wieder in Ordnung gebracht wird. Das ist jetzt über 40 Jahre her. Heutzutage gehen viele Leute in die Politik, weil sie glauben, das sei für sie eine Chance, Karriere zu machen. Es geht viel mehr um die Karriere und das persönliche Geltungsbedürfnis heutzutage als damals vor einem halben Jahrhundert. Nun fällt mir kaum ein Politiker jüngeren Jahrgangs ein, außer vielleicht den beiden Peter Pans der deutschen Politik, Guido Westerwelle und Sigmar Gabriel, die in Parteien, Fraktionen oder gar in der Regierung eine bedeutende Rolle spielen würden. Muss ja auch nicht sein. Fort era demonstrando. Ihnen wird ein berühmtes Wort zugeschrieben, von dem ich aber nicht weiß, ob es wirklich von Ihnen stammt. Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Haben Sie das mal gesagt? Ja, habe ich wohl gesagt, ja. Woran? Gemeint habe ich zum Psychiater. Okay. Wenn das noch bei irgendjemand unklar war. Woran sollen sich denn, Herr Schmidt, junge Leute heute orientieren, wenn nicht an der Vorstellung von einer besseren Welt? Vorstellung von einer besseren Welt ist in Ordnung. Dagegen ist erstens nichts einzuwenden und zweitens, es wäre schlimm,
wenn junge Leute nicht glaubten, dass einiges zum Besseren zu wenden sei. Das wäre ganz verkehrt. Aber die Vorstellung alleine, dass man eine bessere Welt haben möchte, sagen wir eine Welt ohne einen April, in dem nur noch die Sonne scheint und gar kein Regen kommt, und dass man das ändern kann, die Vorstellung von der besseren Welt allein, ohne zu wissen, wie man das macht, die ist lebensgefährlich. Die führt bei manchen dann sogar über die Demonstration hinaus zur Gewalttat. Sie ist auch gefährlich insofern, als sie bei vielen ganz anders, nicht zur Gewalttat, sondern zur Resignation führt. Nicht im nächsten Jahr, nicht nach 5 Jahren, aber doch im Laufe der nächsten 20 Jahre zur Resignation, zur Bescheidung, zur Konzentration auf den eigenen Beruf, die eigene Familie und so weiter. Das gibt es auch. Man kann die Welt verbessern, das ist gewiss wahr, aber man muss dann auch wissen, wo der Schraubenzieher ist und welche Schrauben ich mit diesem Schraubenzieher drehen kann. Und dass ich ein Loch in die Wand nicht mit dem Schraubenzieher bohren kann, sondern dass ich dazu einen Bohrer brauche. Und dass ich weiß, wie man Bohrer anstellt und wie man wieder ab. Das alles gehört auch dazu. Okay. Familienministerin Ursula von der Leyen, ist die Ihnen ein Begriff? Ja. Will einen Krippenplatz für jedes dritte Kind schaffen. Daran hat sich ein heftiger Streit entzündet über die verschiedenen Familienmodelle, die es gibt. Aus Ihrer Erfahrung, Herr Schmidt, als Vater einer Tochter, sind Kinderkrippen eher schädlich oder eher nützlich? Das kann ich nicht wirklich beurteilen. Ich habe nur eine Tochter und die ist inzwischen 60 Jahre alt. Und Sie waren nicht alleinerziehend. Ich habe das nicht verstanden. Nicht alleinerziehend vor allen Dingen, ja. Also als unsere Tochter so klein war, da ist sie auch mal ein halbes Jahr in den Kindergarten gegangen. Was heute Krippe heißt, hieß damals Kindergarten. Das ist ein viel schöneres Wort. Krippe hört sich an wie Krüppe. Das ja. Aber meistens, meine Frau war Lehrerin, meistens hat sie im Kinderwagen das Kind mitgenommen, auf den Schulhof gestellt, wenn die Sonne schien, oder mit ins Haus genommen, wenn die Sonne nirgends geregnet hat. Und das hat dem Kind nicht geschadet. Ein halbes Jahr ist sie auch im Kindergarten gewesen. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass die Deutschen so wenig Kinder bekommen? Die Frage ist nicht ganz korrekt gestellt. Es sind nicht nur die Deutschen, die gegenwärtig wenig Kinder kriegen. Es sind auch die Polen, es sind die Tschechen, es sind die Schweden, Italiener. Es sind die Holländer, es sind die Italiener. Mit der deutlichen Ausnahme der Franzosen ist in ganz Europa, am schlimmsten in Russland, das ist ja nur zur Hälfte Europa, zur anderen Hälfte ist es Asien. In ganz Europa sind die Geburtenziffern in den letzten 40 Jahren erst langsam und dann doch ziemlich steil bergab gegangen. Das heißt, die Gründe, die dazu geführt haben, können nicht im Deutschen, in der deutschen Geschichte allein liegen, sondern das sind Gründe, die offenbar ähnlich in Italien wirken und ähnlich in Schweden und überall. Es sind keine spezifisch deutschen Ursachen. Es sind wahrscheinlich eine Reihe von Ursachen, die alle gemeinsam in dieselbe Richtung wirken. Nämlich? Zum Ersten, die Emanzipation der Frauen, die inzwischen gelernt haben, sich durchzusetzen und die auch sich durchsetzen wollen in ihrem Beruf, führt dazu, dass man das Kinderkriegen zunächst ein paar Jahre verschiebt und dann vielleicht noch mal ein paar Jahre verschiebt und dann plötzlich ist es zu spät. Frauenemanzipation ist einer der Gründe. Der zweite Grund ist, die sogenannte Antibabypille gibt es erst seit den 1960er Jahren. Und zunächst war sie kaum zu kriegen. Inzwischen kann jeder sie aus dem Automaten zählen, wenn er will. Der dritte Grund ist wahrscheinlich der ungewöhnliche Wohlstand, den wir in ganz Europa mit wenigen Ausnahmen heute erreicht haben. Ein Wohlstand, der unglaublich viel höher ist als jemals
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ganz zu schweigen vom 19. Jahrhundert. So wirken viele Gründe zusammen. Man kann das vielleicht auf eine Formel bringen und sagen, es ist ein Abfall der Vitalität. Vielleicht ist dieser Vitalitätsabfall auch eine psychologische Folge des Zweiten Weltkrieges. Heißt Abfall von Vitalität Dekadenz für Sie? Nicht notwendigerweise Dekadenz, das würde ich nicht sagen. Die Kinder, die geboren werden, sind sicherlich nicht weniger schlau als die Kinder, die vor 30 Jahren geboren worden sind. Das nicht. Dekadenz nicht, nein. Aber ein Abfall an Vitalität. Nun muss man ja aber auch sich daran erinnern, dass wir früher eine enorme Kindersterblichkeit gehabt haben und eine große Säuglingssterblichkeit, noch bis 1914, bis zum Ersten Weltkrieg. Und es war durchaus üblich, eine Hamburger Arbeiterfamilie, sagen wir, vor dem Ersten Weltkrieg, kriegte 4 Kinder. Aber eins starb gleich und eins starb nach 10 Jahren oder nach 12 Jahren an TB oder was es immer war. Und die Kindersterblichkeit ist ja durch die moderne Medizin und die Gesundheitsfürsorge, auch die Säuglingssterblichkeit, gewaltig runtergedrängt worden. Das spielt alles eine Rolle. Ja. Macht Ihnen diese Geburtenraten, diese Schwachen, machen Ihnen die Sorgen oder übertreiben wir es mit dem Alarm, den wir hin und wieder schlagen? Ich persönlich glaube, dass es sich ähnlich wie vorhin bei der Frage der Konjunktur, das wissen wir, das sind immer Aufs und Abs und wieder auf und wieder ab, dass es mit der Vitalität ähnlich sein wird. Wir haben heute vor 400 Jahren schon mal erlebt, dass ein schrecklicher Krieg, der 30-jährige Krieg, die Zahl der Menschen, die in Deutschland lebten, auf mehr als die Hälfte reduziert wurde. Anschließend ein großer Geburtenboom, der das wieder ausgeglichen hat. Und dann ist der abgeflacht und wir kamen damals dann im Laufe des 18. Jahrhunderts, 19. Jahrhunderts zu relativ normalen Geburtenraten. Es muss gar nicht so sein, dass die heute niedrigen Geburtenraten so bleiben. Muss gar nicht sein. Wenn zum Beispiel Frau von der Leyen oder andere Politiker es hinkriegen sollten, dass es möglich wird, für eine Frau zugleich im Beruf erfolgreich zu sein und zugleich 2 Kinder großzuziehen, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Geburtenraten wieder nach oben gehen. Nicht nur in Deutschland, sondern auch nebenan in Holland oder in Italien oder sonst wo. Sie hatten bislang keine Gelegenheit, den deutschen Papst zu treffen, aber wenn Sie Benedikt den 16. treffen könnten, was würden Sie ihn fragen? Ich glaube, ich würde ihn gar nichts fragen. Sondern ich würde wahrscheinlich versuchen, ihm etwas zu sagen. Ich würde versuchen, ihm dasselbe zu sagen, was ich in 2 langen Gesprächen seinem Amtsvorgänger, Johannes Paul II., versucht habe zu sagen. Der hat es nicht gerne aufnehmen wollen. Nämlich, ich bin sehr besorgt gewesen damals und bin es heute eigentlich noch, über die Politik des Vatikans in Lateinamerika. Das sind 700 Millionen Menschen. Auf einige 30 Staaten verteilt, Brasilien bei weitem der größte. 700 Millionen Menschen, von denen ein großer Prozentsatz ökonomisch und sozial in unerfreulichen Verhältnissen lebt. Und ich habe damals versucht, Johannes Paul II. Die Gedanken nahezubringen, dass für die Lage dieser Menschen in Bolivien oder in Ecuador oder in Peru oder in Venezuela oder in Brasilien,
dass für diese Menschen eigentlich die katholische Kirche eine ähnliche Aufgabe erkennen müsste, als ihre Aufgabe erkennen müsste, wie die Kirche es anfangs des 20. Jahrhunderts als ihre Aufgabe erkannt hat, die Lage der Industrieproletarier in Europa durch zwei große Sozialenzykliken, die eine hieß Rerum Novarum, die andere hieß Quadragesimo Anno, 40 Jahre auseinander, mit einem gewaltigen Einfluss auf die Sozialpolitik der westeuropäischen Staaten. So etwas Ähnliches, denke ich, sollte der Vatikan und sollte der heutige Papst ausarbeiten lassen und dann verkünden für Lateinamerika, statt ihnen zu erzählen, dass die alten Indios alle ganz froh sind darüber, dass sie nun endlich zum Christentum bekehrt sind. Außer seiner Unzugänglichkeit zu dem Thema Elend in Lateinamerika oder in der Dritten Welt oder etwa Verhütung, welcher ist für Sie der bleibende Eindruck von Karol Wojtyla, den Sie von Karol Wojtyla gewonnen haben? Als Mensch bewundernswürdig, verehrungswürdig, ein wunderbarer Mann. Warum? Ein wunderbarer Mann. Weil er genau das war, was er sagte. Die Rede und sein eigenes Leben, die stimmten überein. Ein Mann, dem man ohne Einschränkung vertrauen durfte. Ein wunderbarer Kerl, aber theologisch ziemlich altmodisch, to say the least. Wenn Sie angesprochen worden sind auf Ihr Verhältnis zur Religion, zum Glauben, da gibt es widersprüchliche Aussagen. Zum einen haben Sie mal gesagt, dass Sie an keinen Gott glauben. Zum anderen haben Sie mal gesagt, eigentlich reicht Ihnen ein Gebet, nämlich Vater Unser. Heißt das, dass Sie manchmal doch beten? Sie haben gemeint, Sie hätten widersprüchliche Äußerungen von mir gelesen. Ja. Ja. Weil ich ein Mensch bin, bin ich voller Widersprüche. So wie ihr alle auch. Okay. Nächste Zigarette. Das ist übrigens das, was wir machen werden, wenn die Proteste wegen der Zigarette überhand nehmen. Dann taufen wir die Kolumne um auf eine Prise mit Helmut Schmidt. Und dann sehen wir... Mit dieser Anti-Raucher-Kampagne wird es genauso gehen, wie in den Vereinigten Staaten von Amerika heute vor 80 Jahren mit der Prohibition. Und nur weil Sie es selber ansprechen, Amerika, stimmt es, dass wenn Journalisten aus Amerika kommen und Sie interviewen wollen, Sie extra eine Zigarette anmachen, auch wenn Sie gar keine Lust drauf haben? Nicht, wenn Journalisten im Allgemeinen kommen, aber wenn Fernsehen mit Kameras kommt, dann stecke ich mir aus Daft eine Zigarette an. Ja. Aber Sie bringen mich auf eine Idee hier. Okay. Gerade rechtzeitig zum Themenwechsel. Die Idee eines Grundeinkommens für jeden Bürger, Herr Schmidt, ganz gleich, ob er arbeitet oder nicht, ganz gleich, wie alt er ist, halten viele für utopisch. Neuerdings sind aber auch Unternehmer, Ökonomen und sogar veritable CDU-Politiker auf diese Idee gekommen. Sind die alle verrückt geworden in Ihren Augen? Utopisch ist die Idee nicht. Machbar wäre das. Ob das aber zweckmäßig ist, das ist eine ganz andere Frage. Wenn ich einmal einen Extremfall, theoretischen Fall, unterstellen darf. Nehmen wir einmal an, alle 80 Millionen Deutschen von der Wiege bis zur Bahre hätten Anspruch auf einen den eigenen Lebensunterhalt ausreichend finanzierenden monatlichen Betrag.
dann wird es eine ganze Menge Leute geben, die dann aufhören zu arbeiten. Ihr Leben ist ja garantiert. Anders gesagt, wenn man diesen, wie heißt das Ding? Grundeinkommen. Grundeinkommen. Wenn man das so hoch setzt, dass man wirklich davon allein gut leben kann, dann wird man in vielen, vielen Menschen den Willen zu arbeiten zum Erlahmen bringen. Das darf man nicht tun. Aber natürlich muss man dafür sorgen, dass jemand, der inzwischen alt geworden ist oder krank oder nicht mehr recht bewegungsfähig geworden ist, jemand, dem es schlecht geht, ohne dass er dafür Schuld hat, dessen Grundeinkommen nicht nur, sondern dessen anständigen Lebensunterhalt muss man, das nennt man heute, hat man seit beinahe 100 Jahren Sozialpolitik genannt. Das ist notwendig. Aber für jeder Mann, das kann ich überhaupt nicht einsehen. Warum muss jemand, dessen Eltern, sie ist Zahnärztin und er ist Ministerialrat, warum müssen die Kinder ein Grundeinkommen vom Steuerzahler kriegen? Das kann ich gar nicht verstehen. Das heißt, das ist keine utopische Idee, aber eine verrückte Idee. Und ob das von CDU-Politikern oder anderen vertreten wird, davon wird sie nicht vernünftig. Wenn man mit Dänen oder mit Schweden spricht, dann hört man immer wieder, dass sie gerne Steuern zahlen, auch hohe Steuern, und dass sie ohne Murren auch etwas mehr abgeben an die, die nicht so viel Geld verdienen. Wie schafft man in einem Land eine solche Stimmung? Schweden kenne ich nicht ganz so gut wie Dänemark. Dänemark glaube ich einigermaßen beurteilen zu können. Erstens, es ist wahr, dass die Steuerquote in Dänemark höher ist als in Deutschland. Zweitens, es ist aber auch wahr, dass die Sozialversicherungsabgaben in Dänemark sehr viel kleiner sind als in Deutschland. Das heißt, wenn man beide Belastungen des arbeitenden Menschen zusammenzählt, die Steuern und die Sozialversicherungsbeiträge, dann ist die Belastung in Dänemark nicht höher als bei uns. Zweitens, man muss wissen, dass wenn jemand in Dänemark arbeitslos wird und das Arbeitsamt weist ihm einen Arbeitsplatz nach, und er nimmt die Arbeit nicht an, weil er sagt, für die bin ich nicht ausgebildet oder die ist mir zu schmutzig oder das will ich nicht, dann wird seine Arbeitslosenunterstützung gekürzt. Und wenn das ein zweites Mal passiert, wird sie noch einmal gekürzt. Das heißt, es ist ein erheblicher Anreiz, da zu arbeiten. Drittens, die Dänen haben den Arbeitsmarkt weitgehend liberalisiert, wie man heutzutage sagt, das heißt auf Deutsch, befreit von allen möglichen staatlichen und gesetzlichen Vorschriften, mit der Folge, dass die Dänen eine durchschnittliche Arbeitslosigkeit von 4,5% haben, das heißt halb so viel Arbeitslose wie wir in Deutschland. Nun haben Sie gefragt, wie haben die das gemacht? Die haben in den 1980er Jahren angefangen, ihre Sozialpolitik, ihre Steuerpolitik umzubauen, ihren Arbeitsmarktpolitik umzubauen. In den 80er Jahren, das hat eine Regierung im Wahlkampf die Regierung gekostet, dann eine andere. Das heißt, sie haben immer wieder Politiker an die Spitze gebracht, die bei der Stange der Reform geblieben sind. Und deswegen haben wir heute ein glückliches Dänemark. Und ein nicht ganz so glückliches Deutschland. Als ich jünger war und in die Bundesrepublik gekommen bin, da waren Sie Kanzler dieses Landes. Schon damals haben Sie erklärt, dass Sie Ihre eigene Steuererklärung nicht richtig verstehen. Haben Sie es seitdem jemals wieder versucht, eine Steuererklärung auszufüllen? Der Versuch wäre hoffnungslos. Es haben also Ihre mahnenden Worte nichts gefruchtet. Ihre mahnenden Worte haben also nichts gefruchtet. Nein, das ist nicht so sehr die Schuld der Finanzminister, das ist die Schuld des Bundestages.
der bei jeder Gelegenheit immer noch hier einen Balkon einbaut in die Steuergesetzgebung und dort noch eine kleine Treppenabsatz einbaut und hier noch eine Ausnahmebestimmung und da noch eine Sonderbestimmung. Die Steuergesetzgebung heute ist viel komplizierter, als sie zu meiner Zeit war. Und schon zu meiner Zeit war sie viel zu hoch kompliziert. Das ist eine der in Kauf zu nehmenden Schwächen der Demokratie, dass im Parlament alle möglichen Leute dauernd versuchen, für ihre eigene Klientel einen kleinen Vorteil rauszuholen. Am wirksamsten dabei sind bisher die Vertreter der Landwirtschaft gewesen. Zigarette ist aus. Nächstes Thema. Im Jahre 1973, während der Ölkrise, da waren Sie Finanzminister, da gab es in Deutschland den ersten autofreien Sonntag. Wäre das heute nicht eine fantastische Maßnahme zur Rettung des Klimas in der Welt? Das Klima in der Welt kann der Mensch nur marginal beeinflussen. Ich komme auf das Klima gleich zurück, aber zunächst zurück zum Jahre 1973. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass ich derjenige gewesen bin, der den autofreien Sonntag auf der Autobahn erfunden hat. Aber nicht so sehr, um Benzin zu sparen. Der Benzinpreis war ja damals wie eine Rakete in die Höhe gegangen und der Rohölpreis war in die Höhe gegangen. Nicht so sehr, um Treibstoff einzusparen oder Heizöl einzusparen, sondern um diesem damals 60 Millionen Volk ins Bewusstsein zu heben, dass wir es mit einer schlimmen Lage zu tun hatten. Das war eine Weltrezession. Die reichte von Europa nach Amerika und bis nach Japan im Osten Asiens. Eine Weltrezession. Ins Bewusstsein zu heben, dass die großen Lohnsteigerungen, die wir bis dahin gewohnt gewesen waren, bis 1973 gewohnt gewesen waren, dass die nicht mehr fortgesetzt werden durften. Das war der Hauptzweck. Nun zurück zum Klima. Das Klima haben wir damit weder positiv noch negativ beeinflusst. Diese gegenwärtige Klimahysterie ist ein bisschen weit übertrieben heutzutage. Die Menschheit muss sich doch bitte erinnern, dass wir über Millionen von Jahren auf der Welt immer Warmzeiten, Kaltzeiten. Warmzeiten, Kaltzeiten gehabt haben. Eiszeiten, Warmzeiten. In Hamburg-Langenhorn, wo ich wohne, im Boden unseres Gartens, kann man Gehäuse von Muscheln finden, die im Meer leben. Es hat eine Warmzeit gegeben, wo der Atlantische Ozean nicht bloß nach Cuxhaven und nach St. Pauli gereicht hat, sondern über Langenhorn hinaus. Es war eine Warmzeit. Und ein paar hunderttausend Jahre vorher haben hier in Deutschland Elefanten gelebt. Sie können heute noch auf deutschem Boden die Mammuthauer von den Mammutelefanten finden. So warm war das, dass hier sogar in Deutschland Elefanten existieren konnten. Da wurde es wieder kälter. Und dieser Wechsel von warm und kalt, den es seit Hunderttausenden von Jahren gibt, den haben wir einstmal noch nicht genügend erforscht. Wir wissen nicht, wann die nächste Warmzeit zu Ende geht, wann die nächste Eiszeit kommt, das wissen wir nicht. Aber eins ist auch wahr. Wahr ist, dass der Mensch durch das Abholzen von tropischen Wäldern, durch das Verbrennen von Kohle und von Heizöl, durch das Verbrennen von Benzin und Diesel gewaltig dazu beiträgt, dass die Anreicherung der Atmosphäre mit Kohlendioxid, mit Schwefeldioxid, mit all diesen Gasen, auch Spurengasen darunter, dazu beiträgt, dass der Erwärmungsprozess, der im Gange ist, sich noch beschleunigt. Aber dass der Mensch das Klima insgesamt ändern kann, dazu muss man Amerikaner sein. Kann man daraus schließen, dass Sie selbst seit jenen Tagen im fernen Jahre 1973 nicht umweltbewusster geworden sind?
Ich war immer umweltbewusst. Ich bin in meinem privaten Leben immer jemand gewesen, der zum Beispiel Naturschutz, insbesondere unter der Anleitung meiner Frau, muss ich bekennen. Wir haben immer einen Teil unseres Geldes für Naturschutz ausgegeben. Meine Frau hat auch viel Zeit dafür und Arbeitskraft da reingesteckt. Nein, wir waren immer umweltbewusst. Natürlich hat man im Laufe der letzten 25 oder 30 Jahre noch was dazugelernt. Aber umweltbewusst waren wir schon. Aber wir waren nie hysterisch. Manches, was man heute antrifft, ist Umwelthysterie. Ich erinnere mich, dass da unten in Süderelbe ein ganzer Bauplan, wie heißt das, Teilbebauungsplan, nicht verwirklicht werden konnte, weil irgendjemand da einen Vogel singen gehört hatte. Gesehen hatte ihn niemand. Und das ist ein Beispiel für Umwelthysterie. Nächstes Thema. Wenn man in der Internetsuchmaschine Google die Wortkombination Helmut Schmidt eingibt, dann kommt man auf 708.000 Treffer. Lassen Sie gelegentlich googeln für sich? Die Frage ist richtig gestellt. Da sitzt Frau Niemeyer, die tut das. Und es muss eine ansteckende Krankheit sein. Sie raucht auch. Als einzige Sekretärin bei der Zeit. Trauen Sie denn dem Internet? Achso, stimmt, es ist noch einer. Ja, Sie haben recht. Das Internet hat ganz große Vorteile, aber es hat auch Gefahren. Eine der Gefahren ist, dass wenn Sie eine bestimmte Auskunft brauchen und Sie holen sich die aus dem Internet, Sie können nicht ganz sicher sein, dass die Quelle zuverlässig ist. Das ist eine der Gefahren. Zum Beispiel, wenn ich eine ernste Sache habe und ich kriege eine erste Antwort aus dem Internet, dann lasse ich jedenfalls prüfen, was war die Quelle. Und wenn die Quelle zweifelhaft ist, dann holt man sich die Auskunft von woanders. Eine andere Gefahr des Internets ist, dass jedermann sich dessen bedienen kann. Und es braucht nur noch ein paar Jahre Zeit, dann werden wir erleben, dass große Kampagnen, sei es Werbekampagnen oder Propagandakampagnen oder politische Kampagnen, übers Internet über die ganze Welt verbreitet. Und man kann über das Internet natürlich auch politische Lügen verbreiten. Nicht nur Information, sondern auch Desinformation verbreiten. Das Internet ist eine von den neuen elektronischen Medien. Das fing an mit dem Radio, dann kam das Fernsehen. Jetzt kommt das Internet. Ich weiß nicht, was morgen als nächstes kommt. Wahrscheinlich geht das mit dieser Beschleunigung des technischen Fortschritts noch ein paar Jahrzehnte so weiter. Also, ich könnte auch ohne das Internet leben. Lesen Sie Zeitungen noch im Ganzen oder durch Ausschnittdienste? Durch Ausschnittdienste überhaupt nicht. Im Ganzen sehe ich, ich rede jetzt von Tageszeit, ja. Hamburger Abendblatt, die Welt, die Süddeutsche, und die FAZ 4. Und im Übrigen gucke ich mir natürlich jeden Tag an, was das Presseamt in Berlin oder der Presseattaché in Warschau und der andere Presseattaché in Prag und der dritte Presseattaché des Botschafters in Paris oder der in Moskau, was die an Zusammenfassung liefern. Alles, was wichtig ist, kriegt man auf die Weise mit in 5 europäischen Ländern. Was in Frankreich passiert, kriege ich sowieso mit. Und was in England und was in Amerika passiert, da lese ich jeden Tag am Stück die Herald Tribune und die Financial Times. Das heißt, ich brauche pro Tag 2 Stunden Arbeit nur für Zeitungen. Lesen Sie auch die Bild-Zeitung? Lesen wäre übertrieben.
ehemalige Mitarbeiter von Ihnen sagen, Sie hätten als Kanzler am liebsten den Bonner Generalanzeiger gelesen, mit der Begründung, dass Sie weitschweifige Artikel nicht ausstehen können. Wenn das stimmt, muss ich sagen, haben Sie sich eine feine Adresse als Herausgeber ausgesucht. Nicht am liebsten, sondern ich habe Sie den Bonner Generalanzeiger morgens als erstes gelesen. Aber ich habe auch damals nicht nur eine Zeitung. Mit der feinen Adresse haben Sie natürlich recht, aber das nun schon seit 23 Jahren. Okay. Etwas länger als Sie. Absolut, absolut. Zur Zeit der ersten großen Koalition, also von 1966 bis 1969, waren Sie Fraktionsvorsitzender der SPD. Als wir Sie in einem Zeitinterview vor der Bundestagswahl 2005 nach der Aussicht auf eine zweite große Koalition befragt haben, da antworteten Sie, und jetzt zitiere ich Sie, das gegenwärtig zur Verfügung stehende Personal ist nicht sonderlich geeignet, gemeinsam zu regieren, weil beide Seiten nicht ausreichend wissen, was sie eigentlich wollen. Habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, was sie wollen sollen. Und ich muss sagen, es stimmt. Ja. Ja. Meine Frage ist nun, haben Sie Recht behalten? Das war gesagt, ich glaube, im Spätsommer 2005. August 2005. Ja, also vor der Wahl des Jahres 2005. Die jetzige Große Koalition hat ja sehr lange gebraucht, bis sie ihr fabelhaftes, wie hieß das Ding, ihren Koalitionsvertrag zusammengebastelt hatten. Der enthält so ziemlich alles, was man wollen könnte, noch ein bisschen mehr. Also die damalige Vorhersage ist insofern noch nicht eingetroffen. Übrigens möchte ich eine Randbemerkung loswerden. Die gegenwärtige Große Koalition in Berlin ist nicht die zweite, sondern die dritte in der deutschen Parlamentsgeschichte. Die erste Große Koalition regierte 1928, 29, 30, bis in den März 1930, da war die damalige Weltdepression schon im Gange. Wir hatten mehrere Millionen Arbeitslose im damaligen Deutschen Reich, 65 Millionen Einwohner damals. Und die damalige Große Koalition unter dem Reichskanzler Hermann Müller zerbrach über eine zweitrangige sozialpolitische Frage, nämlich über eine Erhöhung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung. Und ich erinnere mit Fleiß, mit Absicht an diese erste Große Koalition, weil sie wegen Unfähigkeit, sich mit sich selbst zu einigen, Platz gemacht hat für eine Notverordnungsregierung nach der anderen und in Wirklichkeit nach 3 Jahren Platz gemacht hat für Adolf Hitler. Eine Große Koalition, die es nicht schafft, ihre Aufgaben, die sie selbst erklärt hat, zu erfüllen, die richtet mehr Unheil an als Gutes. Das sage ich deswegen mit Fleiß, weil die zweite Große Koalition in der 60er Jahre, an die Sie erinnern, die hat ihre Aufgaben beinahe erfüllt, nicht alle, aber einigermaßen gut erfüllt. Und der Teufel soll sie holen, wenn die jetzige dritte große Koalition etwa ihre Aufgaben nicht einigermaßen erfüllt. Das ist eine gefährliche Sache, wenn die großen Parteien zusammen nichts Vernünftiges zustande kriegen. Da weiß man nicht, wer hinterherkommt. Bei einer Umfrage der Kollegen vom Stern kam gerade heraus, dass 2/3 der Deutschen nicht wissen, wie der SPD-Vorsitzende heißt. Kann jemand mit so einem Bekanntheitsgrad Kanzler werden? Also heute vor 6 Jahren hat auch niemand gewusst, wer Frau Merkel war. Wenn das alles ist, was die Deutschen gegenwärtig über einen Parteivorsitzenden wissen oder denken, dann ist das nichts sagen. Sie lernen noch was dazu. Das sagt immer noch nicht, ob er ein guter Parteivorsitzender ist oder ob er ein guter
Politiker ist. Jemand, der einen großen Namen hat in der öffentlichen Meinung, der muss deswegen noch nicht tüchtig sein. Es gibt Leute, die haben einen großen Namen als Talkmeister. Gibt es? Ja, gibt es. Sie gehören zu dieser Gattung dazu. Ja. Giovanni, was überhaupt nicht sagt, dass Sie ein guter Politiker wären. Das ist wohl wahr, ja. Hat sich Ihr Bild der Bundeskanzlerin, Herr Schmidt, in den letzten anderthalb Jahren geändert? Was für ein Bild? Der Bundeskanzlerin. Von Frau Merkel? Ja, in den letzten anderthalb Jahren. Ja, ist besser geworden. Ja. Auf welchem Gebiet besonders? Das würde ich nicht gerne spezialisieren wollen. Nein. Ganz allgemein, ja. Ich bitte Sie, heute vor anderthalb Jahren hatten Sie auch keine klare Vorstellung von der Bundeskanzlerin Merkel. Die hat sich auch erst bei Ihnen im Laufe der Zeit ergeben. Das hängt damit zusammen, dass man heute jede Woche dreimal lesen kann, was sie gerade gestern gesagt hat, oder im Fernsehen mitkriegen kann, was sie heute Abend sagt. Dadurch lernt man eine solche Führungsperson natürlich viel besser kennen, und der Eindruck, den sie heute macht, ist ganz sicher besser als vor anderthalb Jahren. Das gilt übrigens nicht nur für die gegenwärtige Bundeskanzlerin, das wird für ihren späteren Nachfolger und Nachnachfolger wiederum ähnlich sein. Nicht immer ist es mit dem Chef einer Regierung oder mit dem Chef eines Staates so. Wir können gerade gegenwärtig in Amerika, und wenn wir auf den amerikanischen Präsidenten gucken, das Gegenteil miterleben. Herr Schmidt, während Ihrer Zeit als Politiker und auch danach haben Sie mindestens die halbe Welt bereist und kennengelernt. Wenn Sie heute noch mal 18 Jahre alt wären und gerade Abitur gemacht hätten, welches Jahr würden Sie am liebsten bereisen, um dort ein Jahr lang zu bleiben? Ja, Sie müssen dazu sagen, was ich da machen soll. Soll ich da nur herum? Studieren. Wie? Studieren, ach, lernen, studieren. Das Land kennenlernen. Ja. Aber Entschuldigung, ich habe Sie unterbrochen. Was macht man mit 18 Jahren? Was macht man mit 18 Jahren? Studieren, meinen Sie? Studieren, feiern, das Land kennenlernen. Ich würde wahrscheinlich mit meinen heutigen Kenntnissen, würde ich einem Enkelsohn, wenn ich einen hätte, wahrscheinlich sagen, du musst abwägen zwischen entweder USA oder Kanada auf der einen Seite und China auf der anderen Seite. China ist eine aufsteigende Weltmacht von unglaublicher Vitalität, und ganz sicher ist im Laufe seines Lebens, wenn er heute 20 ist, hat er ja noch 65 weitere Jahre vor sich, mindestens. Im Laufe seines Lebens, bis ans Ende des 21. Jahrhunderts, wird China eine viel größere Rolle spielen als heute. Möglicherweise eine Rolle genauso groß wie dann heute in 60 Jahren die USA. Und welche deutsche Stadt würden Sie einem jungen Ausländer zuerst empfehlen? Hamburg natürlich. Was mögen Sie heute noch am Verreisen? Wie bitte? Was mögen Sie heute noch am Reisen? Sie sind viel unterwegs immer noch? Nee, nicht viel. Naja, also. Nicht so gerne. Ich mache die Reiserei nicht mehr so gerne. Ich muss überall mit dem Stock runter. Das ist nicht so gut. Nein. Wir kommen zu einer... Hier ist die Reise von Langhorn ins Zeitbüro und zurück ausreichend. Okay, wir sind dankbar, dass Sie sie unternehmen. Sie haben vor kurzem einen, wie ich fand, bewegenden Beitrag für die Zeit geschrieben zur Debatte über die Sterbehilfe. Sie haben darin festgehalten, vor 50 Jahren hätte es darüber keinen Streit gegeben. Es ist ein Ausfluss der modernen Gesellschaft,
die alles und jedes möglichst in juristischer Sprache regeln will. Soll denn in einer modernen Gesellschaft der Umgang mit dem Tod lieber ein Thema sein, über das man nicht öffentlich so diskutiert, wie wir es tun? Wenn ich es richtig erinnere, war der Anlass für diese damalige Frage oder die damalige Diskussion. Die Patientenverfügung. Ja, der Anlass war ein Streit in der öffentlichen Meinung, ein Streit über die Frage, ob eine sogenannte Patientenverfügung, in der drin steht, wenn ich sterbenskrank bin und die Wahrscheinlichkeit des Überlebens klein ist, dann will ich nicht an den Maschinen hängen und an den Schläuchen hängen, dann möchte ich, dass ihr mich sterben lasst. Ich habe so eine Verfügung in der Brieftasche. Diesen Inhalt? Ja. Und der Streit ging darüber, ob die Ärzte sich nach dieser Verfügung richten müssen oder ob sie sich nicht vielmehr nach der ärztlichen Ethik, nach dem hippokratischen Eid richten müssen, der da sagt, die erste Satz im hippokratischen Eid, der da sagt, du darfst niemandem etwas Schlechtes zufügen. Das heißt, es gibt Ärzte, die überzeugt sind, dass sie nicht das Recht haben, dass sie moralisch keine Rechtfertigung haben dafür, von jemandem von den Maschinen abzuhängen, obwohl der Patient es vorher verfügt hat. Das war aber, als er noch wach war, jetzt ist er besinnungslos, weiß gar nicht, was um ihn vorgeht. Jetzt gilt das nicht mehr. Diesen Streit hat es heute vor 30 Jahren nicht gegeben. Das ist eine neue Erfindung. Wir haben zu viele Juristen in Deutschland. Alles, die versuchen alles in juristische Formeln zu fassen. Es wird immer alles komplizierter. Das ist wie mit der Einkommensteuer von vorhin. Es wird alles immer komplizierter. Letzten Endes sind doch in Deutschland Millionen Menschen eines natürlichen, zig Millionen Menschen in früheren Generationen eines natürlichen Todes gestorben, ohne dass Ärzte und Juristen sich darüber gestritten haben, ob man sein Leben verlängern soll oder nicht, ohne dass Ärzte sich mit den Familienmitgliedern, mit dem Ehemann oder den Kindern darüber gestritten haben. Man muss letzten Endes bei einem bewusstlosen, todkranken Menschen, letzten Endes muss man die Entscheidung den nächsten Angehörigen überlassen, denke ich. Und wenn er eine Verfügung im klaren Verstande unterschrieben erlassen hat, dann soll man sich danach richten. Das ist meine unmaßgebliche Meinung. Aber ich weiß, dass die Ethikkommission darüber ganz verschiedene Meinungen ausgetauscht hat. Vielleicht gestatten Sie uns zum Schluss eine noch ernstere Frage. Es ist eine Art existenzieller Rat, um den ich Sie bitte. Was muss man tun, um wachen Geistes ein so hohes Alter wie Sie zu erreichen, außer Mentholzigaretten zu rauchen? Also bewusst kann man das nicht wollen. Man kann sich das wünschen. Bei mir hat es sich halt so ergeben, wahrscheinlich, weil ich mein ganzes Leben lang immer gearbeitet habe. Ich bin dressiert auf Arbeit. Frau Niemeyer würde sagen, ich bin eigentlich ein, wie sagen Sie, ein Workaholic. Ja, ja, jedenfalls hat mich das am Leben gehalten. Ich habe ja nichts dagegen. Herzlichen Dank. Okay. Das Gespräch.